Hallo, mein Name ist Hendrik Lochthove und ich erzähle euch heute etwas über mich. Ich bin Pferdewirtschaftsmeister, lebe jetzt seit knapp 4 Jahren hier auf der schönen Anlage der Familie Megle. Es ist circa 30 Minuten von München entfernt, ganz in der Nähe von Wasserburg. Ich bin Betriebsleiter und Ausbildungsleiter und zuständig für die Pferde, die hier ausgebildet und betreut werden. Ich bin Pferdewirtschaftsmeister, jetzt schon seit einigen Jahren. Auch nur, weil meine Mutter damals mich heimlich angemeldet hat zur Meisterprüfung. Es war Weihnachten und jeder bekam so seine Geschenke. Und ich hatte einen Umschlag und dachte, ja, jetzt ein bisschen Taschengeld drin oder was. Und ja, da stand dann Anmeldung zur Meisterprüfung und bei bestehender Prüfung gab es eine kleine Prämie. So. Die Prämie gab es dann auch, weil die Prüfung habe ich gemacht, habe sie auch bestanden ganz gut. Und ja, das war so eigentlich der Wunsch meiner Mutter und ich bin ganz froh, dass wir dem auch nachgegangen sind und dass ich es gemacht habe. Ich wollte immer mal einen Frack anziehen. Ich wollte immer S reiten in der Dressur. Und Frack ist für mich auf dem Pferd, es hat was Ästhetisches, es schaut schön aus. Und Frack und Zylinder, das waren immer früher, wenn wir dann Olympiaden oder was geguckt haben, das war immer schön anzusehen. Also ich war immer begeistert davon. Ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal hier auf die Anlage der Familie Megle kam. Ich bin hier, glaube ich, mit offenem Mund durch den Stall gelaufen und draußen und war einfach begeistert, wie das gebaut wurde, wie das gemacht wurde, wie viel Gedanken man sich hier gemacht hat, wie was anzusiedeln ist. Und ja, ich bin jetzt fast 4 Jahre hier und ich genieße es total. Wir müssen nicht davon leben, von den Pferden. Wir müssen mit den Pferden kein Geld verdienen. Das ist das große Glück, was wir haben. Hier ist wirklich so, durch die Unterstützung von Toni und Marina Megle, dass die Pferde wirklich im Mittelpunkt stehen. Dass es denen gut geht, dass sie Auslauf bekommen, dass sie einfach ein schönes Pferdeleben haben. Und da setzen Megle sich sehr für ein, was auch wirklich bewundernswert ist. Und ich hoffe, dass sich viele Leute da ein bisschen was von abgucken können. Meine Art, mit Pferden umzugehen, ist eigentlich so, dass ich immer wieder versuche, Abwechslung reinzubringen. Wir haben schon hohe Ansprüche. Ich habe auch sehr hohe Ansprüche an mich selbst. Aber es ist dann doch eher auch durch die Unterstützung von Toni und Marina Megle so, dass ich das alles sehr locker angehen kann. Schon diszipliniert, aber wir machen uns nicht den Druck, dass wir sagen, wir müssen jetzt auf dem Turnier so und so gut sein. Es zählt in erster Linie für mich als Reiter sowieso, wenn ich eine Prüfung beendet habe und habe ein gutes Gefühl, dann ist die Prüfung für mich schon gewonnen. Für mich. Was natürlich hinterher das Richterurteil daraus macht, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber es ist viel schöner rauszukommen und zu denken, ich habe eine gute Prüfung hingelegt. Ist mir fast wichtiger als das andere. Ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch. Und so möchte ich das auch in meinem Umfeld haben. Also lebe ich das schon mal vor und dann müssen die anderen gezwungenermaßen mitmachen. Es nützt ja nichts. Jetzt habt ihr was über mich und mein Leben erfahren und beim nächsten Mal erzähle ich euch was über mein Pferd Boston, der mich in meinem täglichen Leben begleitet und der mich vor neue Aufgaben stellt.